was machen Sachen? Ja, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir hatten in dem letzten Tutorial ja unseren Jonas mithilfe des VRM-Plugins halt in unsere Engine gezogen. Jetzt wollen wir ihm Animationen geben. Heute werde ich euch zeigen, wie man Sachen wie Target, sprich, wie man fremde Animationen nimmt, um sie halt auf unser Mesh halt zu retargeten, also halt übernehmen. Die Sache an für sich finde ich etwas komplizierter, wie jetzt eigene Sachen zu nehmen, aber ich wurde jetzt öfters gefragt, wie das funktionieren sollte. Also nehme ich das jetzt erst vorne hin und später zeige ich euch, wie man halt eigene Animationen halt hinzufügt. Daher, ja. Und ich möchte, wie gesagt, dass ihr euch bitte im Hinterkopf behaltet. Die Sache mit dem Retargeting hat halt ein paar kleine Haken. Es ist halt deutlich komplexer, ich finde es schwieriger. Es schleichen sich halt sehr schnell Fehler ein. Und es kann auch sein, dass eure Animationen halt nicht unbedingt so aussehen, wie ihr euch gewünscht habt, da ja nicht unbedingt die ganzen Skelette halt wirklich eins zu eins aufeinander passen. Manche Charaktere, wie unsere Reward-Charaktere, sind doch sehr zierlich aufgebaut, wobei halt Charaktere wie unser Mannequin aus Unreal doch ein bisschen bulkiger ist. Es kann etwas seltsam aussehen, wenn man die übereinander nimmt. Und wie gesagt, es schleichen sich halt bei der Sache ein bisschen Fehler ein, also da müsst ihr wirklich genau aufpassen, was ihr tut. Und bitte nichts überspringen. Wie gesagt, der Fehlerteufel schleicht sich da sehr gerne ein. Ja, und nicht sich, dass einer wundert, die Szene wird anders aussehen. Ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich habe die ganze Zeit in der First-Person-Map gearbeitet. Ja, und das ist jetzt ziemlich unpraktisch, weil unser First-Person-Character ja nicht die Animation hat, die wir dazu jetzt brauchen. Also wie gesagt, nicht wundern. Ich habe einfach eine andere Szene geöffnet, Jonas reingezogen und auch nichts weiter an ihm bearbeitet. Also er ist jetzt in dem Standpunkt, den er war, wie wir ihn halt das letzte Mal gesehen haben. Jetzt nur in einer anderen Umgebung. So, und dann wollen wir mal anfangen und in die Szene wechseln. So, ja, wie gesagt, die Szene ist ein bisschen anders. Der Jonas ist schon drin. Ich habe auch schon eine Sache retarget. Ich habe die eigentlich jetzt schon mehrere Male retarget, weil ich habe immer wieder Probleme mit dem Aufnahmen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt endlich. Ich sage, nicht wundern, ein paar Sachen sind bei mir schon eingestellt, die bei euch anscheinend nicht eingestellt werden, aber ich will nicht jedes Mal eine neue Szene öffnen, weil mein Computer irgendwie was nicht aufnimmt. Ich hoffe, jetzt funktioniert das alles. Wie gesagt, wir wollen was retargeten. Jonas soll halt Animationen kriegen, wir möchten, dass er läuft, das habe ich hier schon gemacht. Das ist unser Ziel, das wollen wir jetzt erschaffen. Was wir dazu brauchen, sind einfach seine Animationen. Dann gehen wir hin. Ich öffne mir einen neuen Content-Browser, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Unter Mannequin haben wir Mesh, unser Skeleton. Da müssen wir als erstes rein. Das ist das Skelett von unserem Mannequin. Da haben wir den Kollegen. Kollege hier, das ist das, was ihr alle in der Third-Person immer drin habt. Das ist das Third-Person-Mannequin. Das ist halt der Aufbau davon. Ja, wir müssen hier auch nur mal kurz reingehen, um zu kontrollieren, um uns das halt auch als Beispiel an die Seite zu legen, dass wir das halt einfach als Vergleich haben für unseren Charakter. Wir gehen hier nochmal hin. Wir müssen darauf achten, das ausgesuchte Rig, also Selected Rig, ob das wirklich schon als Humanoid gekennzeichnet ist. Das hier müssen wir nicht kontrollieren. Das ist normalerweise immer das Richtige, weil es halt direkt das für das Mannequin ist. Das wäre so ein bisschen komisch. Dann speichern wir uns das für Erste und legen es uns an die Seite. Als kleines Beispiel. Falls ihr hier diese Bones nicht seht, geht ihr unter Character, Bones, ja, und wählt All Heresy aus, dann habt ihr halt alles angezeigt. Das brauchen wir gleich, um einfach zu kontrollieren, ob unsere Bones von unserem Jonas die gleiche Anordnung haben wie die von unserem Mannequin. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das übereinstimmt, dass Unreal weiß, welche unsere Bones was ist. So, dann gehen wir erstmal hin, suchen das Skelett für unseren Jonas. Dadurch, dass wir das über das Plugin runtergeladen haben, ist das für uns ein großer, großer Vorteil. Das Plugin macht uns ja hier extra ein Mannequin für Unreal, indem es schon die ganzen Bones umbenennt. Das ist für uns sehr, sehr praktisch. Falls ihr die Animation von irgendwo anders her habt, die habt ihr als FBX-Datei oder sonst was runtergeladen, müsst ihr halt wirklich kontrollieren, welcher Bone wohin kommt. Die werden wahrscheinlich nicht den gleichen Namen haben, wie sie hier sind. Aber einfach, um es uns zu verdeutlichen, um uns das einfacher zu machen, nehme ich tatsächlich das Mannequin für die Unreal Engine. Wir gehen jetzt auch in unseren Jonas. Wir können hier das Select Rig auch direkt zu Humanoid machen, weil wir brauchen ja das menschliche Rig, das Humanoid Rig, dafür, dass wir es halt retargen. Wir haben halt hier den Vorteil, dadurch, dass unsere Bones halt sehr, sehr ähnlich benannt sind, wie sie halt auch aus der Source sind, können wir halt einfach kontrollieren, stimmen die Namen überein. Falls ihr andere Namen habt, weil ihr die Meshes, was weiß ich, wo ihr habt die selbst gemacht, ihr habt die gedownloadet, ihr habt die gekauft, was weiß ich. Und seid euch nicht 100% sicher, was da jetzt reinkommt, welches von diesen ganzen Geschichten kommt da rein. Könnt ihr hingehen und sagen, okay,
Das da, was ist das? Ich drücke drauf und kriege den Namen von dem Bone. Das ist hier Spine 2. Dann gehe ich in mein Mannequin, guck. Okay, das ist hier, das ist das da. Halt das, oben drüber das. Nimm das jetzt. So, Spine 2, okay. Das heißt so und das heißt so. Wir können auch gucken, wo ist das hier angelegt. Wo ist der Spine? Der ist relativ weit oben. Spine 2 ist bei Spine 2. Dann geht ihr in euer Spine 2 und tippt immer das ein, was ihr halt bei euch stehen habt. Ihr müsst halt ein bisschen abchecken und abgleichen. So, ihr müsst halt wirklich hier aufpassen, die Hierarchie beibehaltet, dass das hier alles stimmt, dass eure Bones halt auch die gleichen Name und ungefähre Position von denen haben. Sonst gibt es halt Fehler. Das ist so eine der großen Fehlerquellen, neben dem, das Humanoid ist nicht ausselektiert. So, wenn ihr das hier alles gemacht habt und kontrolliert habt, kontrolliert auch bitte Sachen, die halt auch extra für die Unreal Engine sind. Auch beim Import kann immer mal irgendwas schief gehen. Kontrolliert einfach zweimal, ob das alles stimmt, was das so. Kontrolliert einfach zweimal, ob das so stimmt, was da so steht. Lieber zweimal kontrolliert als einmal falsch gehabt. Dann ist zwar die große Frage, wo hat was nicht funktioniert. Dann muss man suchen und das ist immer ärgerlich. Dann wird das gespeichert und wird das gespeichert. So, das nächste Problem, auf das wir stoßen werden. In unserem Fall, Jonas hat eine T-Pose. Und unser Mannequin hat eine A-Pose. Das ist unpraktisch, weil dann funktioniert das Retarget nicht. Das Retarget guckt auch nach der Position der Bones, einfach um zu gucken, ja, wo gehört was hin. Es geht nicht allein nur nach Source und Target, sondern halt auch, wie gesagt, nach Position. Da ja unter anderem einfach die Bones andere Proportionen haben, braucht es halt noch diese Information, wo ist was. Also müssen wir die jetzt ändern. Da wir wahrscheinlich mehrere V-Void-Charaktere reinladen möchten, ist es leichter, unser Mannequin zu ändern, als jedes Mal unser Reward-Charakter. Also gehen wir hier hin und geben ihm jetzt eine T-Pose. Gehen hin, okay. Erstmal die Ärmchen nach oben. Machen wir mal 50, sieht doch gut aus. Das sieht sehr stark nach T-Pose aus. Die Ärmel noch ausstrecken. Gehen wir hier hin. Machen wir mal auf 30. So, Kollege hat eine T-Pose. Einmal speichern, Modify Pose, Use Current Pose, damit wir ihm auch sagen, okay, du benutzt jetzt diese Pose. Speichern, das kann runter. Jetzt haben wir unsere Vorbereitung getroffen. Jetzt gehen wir hin und suchen unsere Animation. In dem Fall nehmen wir jetzt mal den Run. Ich hatte ja den Walk schon drin, jetzt nehmen wir den Run. Gehen drauf, Rechtsklick. Retarget Animation Asset, Duplicate Animation Asset and Retarget. Yep, machen wir. Suchen unser passendes Skelett aus, in dem Fall halt unser Jonas Unreal 4 Mannequin. So, und hier haben wir unsere erste Instanz, um zur Kontrolle, ob wir auch alles richtig gemacht haben. Wenn der Charakter wie hier vorhanden ist, in der richtigen Pose ist und alle Gliedmaßen da sind, wo sie hingehören, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass alles funktioniert hat. Falls der Charakter gar nicht auftaucht, ihr kriegt irgendwie eine Fehlermeldung oder sonstige Geschichten oder was weiß ich, der Arm ist an der Hüfte dran geklebt, weil er irgendwelche komischen Positionen macht, dann habt ihr irgendwo einen Fehler gemacht. Ihr habt entweder das Mannequin nicht als Humanoid andeklariert, die Pose ist nicht nah genug oder ihr habt irgendwo bei den Bones irgendwo einen Fehler gemacht, dass ihr halt irgendeinen Bone falsch eingeordnet habt. So. Wir können uns hier aussuchen, wir haben ein neues Asset, wollen wir das umbenennen? Ich mache einfach mal einen neuen Prefix. Mal mein Jonas davor, dann kriegt ihr hier angezeigt, der alte Name ist das, wie halt die Animation heißt. Und dann ist der neue Name Jonas plus der alte Name. Wir könnten auch irgendwelche bestimmten Wörter mit anderen Wörtern ersetzen. Das ist mir jetzt alles zu doof. Wir ändern hier noch den Folder, in dem es gespeichert wird. Change. Wir geben auf unseren Charakter. Okay. Da will ich das drin haben. Und dann geben wir auf Retarget und zack. Da haben wir ihn jetzt rennend. Hat alles anscheinend funktioniert. Das können wir kontrollieren. Wir ziehen ihn einfach mal in die Szene. Ich drehe ihn so ein bisschen. Das alles mal runter. Und dann mache ich auf Play. Einfach mal Simulate, da ich ja einen Third-Person-Charakter habe und nicht jedes Mal als Charakter starten möchte. Drücke Play. Und es funktioniert. So. Okay. An für sich, unsere Animation funktioniert auch wunderbar.
Ihr seht halt direkt eine Sache, auf die wir stoßen. Die Ohren und Haare bewegen sich ein bisschen komisch. Ist halt normal, wenn man Sachen wie Target... das ist halt vollkommen normal, wenn man Sachen wie Target... Alle Bones, die nicht in unserem Hauptmesh drin sind, sprich in unserem Mannequin, werden einfach nicht wie Target, weil woher auch, der hat die gar nicht angelegt. In dem Fall Ohren und Haare ist es gewollt. Auch bei vielen Klamotten ist es gewollt, damit Physics arbeiten. Wir wollen ja diesen Bones-Effekt haben. Gerade bei langen Haaren ist es immer ganz schön, wenn man da halt diesen Physics drin hat. Wie man das macht, werde ich euch dann halt später zeigen im Tutorial. Jetzt ist erstmal für das Tutorial fertig. Wir haben unsere Skeletten vorbereitet. Wir haben eine Animation retarget. Wie wir weiter damit umgehen können, ist dann halt Sache für weitere Tutorials. Dann danke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt was gelernt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.